So Leute, nachdem sich der Robin gewünscht hat, dass ich hier Kommentare reinschmeiße, mache ich das mal. Könnt ihr mich hören? Passt der Ingame-Sound? Passt mein Gelaber proportional zur Lautstärke? Hier zocken wir Mario Kart Double Dash. So, wenn das Ganze sich hier starten lässt, jawohl, dann zocken wir mal los. Es war eigentlich gar nicht geplant, dass ich einen Livestream mache. Es ging eigentlich nur darum, ich wollte ausprobieren, ob ich in 1080p und 60 FPS streamen kann. Schauen wir mal. Bis jetzt scheint es ja recht gut zu funktionieren. Ich habe vorhin auch mal einen Test gemacht bei Twitch. Hat auch recht gut funktioniert. Checken wir mal die Lage hier. So, muss dazu sagen, dieses Spiel habe ich noch nicht oft gezockt. Also richtig intensiv, eigentlich heute erst. Die ganzen Tests. Ich hatte früher keinen GameCube. Darum ist mir dieses Spiel aber relativ fremd. Ich weiß auch noch gar nicht, wann ich da losstatten muss, damit ich diesen super Sprint am Anfang hinlegen kann. Muss ja erst nur rausfinden. Aber so im Großen und Ganzen finde ich das Spiel lustig. Auch grafisch macht es ein wenig was her. Dann, wenn man bedenkt, dass das ja ein GameCube-Spiel ist. Man sieht zwar hier und da ein paar Kanten. Aber es ist nicht gar so schlimm wie Nintendo 64 oder PlayStation 1. Ist eigentlich richtig gut und läuft geschmeidig. Gefällt mir. So, nebenbei lunze ich immer noch ein wenig zum Chat rüber. Den Chat muss ich mal irgendwie auf dem Hauptbildschirm binden. Soll ja irgendwie funktionieren. Ich habe aber vom... Verdammt. Ich habe vom Retro-Basti mal so eine Anleitung bekommen, wie ich den Chat einbind. Habe ich jetzt auf die Schnelle nicht gemacht. Wie gesagt, das war ja nicht geplant, dass ich hier live stream. Oh, Bombe. Bin gespannt, wie viele Zuschauer wir zusammenbringen. Wieder mal so... spontanes Gedöns vom Doschen. So. Jetzt haben wir nur noch Peach vor uns. Die Peach. So, dich kriege ich, dich kriege ich. Die zwei Prinzessinnen. Peach und Daisy. So, machen wir uns vom Acker hier und sichern uns den ersten Platz. Jawohl, ja. Gibt viele kleine Hänger. Das ist schlecht. Moment, wenn ich hier in der Runde durch bin, dann setze ich mal... Ups. Dann setze ich mal die Bitrate noch ein bisschen runter. Moment, gucken wir mal. Gehen wir mal mit der Bitrate auf 6000. Und gucken, was passiert. Ja, möglich, dass es einfach zu viel ist, dass die Bitrate zu hoch war. Ich habe mit 10.000 angefangen und arbeite mich langsam nach unten. Jetzt waren wir gerade bei 8.000 und nun sind wir bei 6.000. Vielleicht hilft es ja was. Wobei ich dazu sagen muss, ich habe eine 50.000er Leitung. Da müsste eigentlich schon was gehen. Schreib mir mal, Robin, ob die Leckerei vorbei ist, ob es besser geworden ist. Muss ich alles erst nur rausfinden hier, aber irgendwie kriegen wir das schon. So. Wie nennt sich diese Strecke hier? Die ist doch aus Super Mario Sunshine. Wie nennt sich das Ding jetzt hier? Irgendwas mit Delfino oder sowas? Schönes Strandfeeling. Und die lustigen Enten oder was das da sein soll. Ups, Yoshi, ups, verdammt. So, ab durch die Mitte hier. Er, ja, hatte ich früher auch mal, da konnte ich allerdings auch streamen, das hat funktioniert.
Allerdings nicht in 1080p, sondern nur in 720. Aber für den Stream ist das auch in Ordnung. Ups. Jetzt ruckelt gerade nichts. Ist natürlich auch möglich, dass es an deiner Leitung liegt. Wenn bei mir die Bitrate zu hoch ist. Weil im YouTube-Fenster habe ich eine grüne Leiste. Das heißt, YouTube bekommt meinen Datenstrom ohne Abbruch. Komm, verpiss dich mal, Prinzessin. Ist natürlich möglich, dass es an den Leitungen der Zuschauer liegt, wenn es ruckelt. Da kann ich allerdings dann nichts dran ändern. Kann euch schlecht meine Leitung rüberbringen. Aber es wäre doch auch mal was. Leitungen teilen. Online-Sharing. Komm, verpiss dich. Mann. Wenn wir hier den ersten Platz streitig machen. Der gehört schon mir. Komm schon. Komm schon. Wir haben einen guten Vorsprung. Ups, nicht da rein. Aber da rein. Okay, 480p. Ja, ist wenig. Das kommt allerdings auch aufs Spiel drauf an. Mal wenn man so ein Super Nintendo-Spiel oder ein NES-Spiel streamt, da reichen 480p. Ist vollkommen ausreichend. Wie gesagt, es ist nicht möglich, Leitungen zu teilen. Müsste man direkt mal einführen, so einen Service. Online-Sharing. So, lustige Runde hier. Das ist doch... Da gab es doch von das Remake in so Mario Kart 8 von dieser Runde hier, von dieser Map. So, scheiß Prinzessinnen. Die sind fix, die Mädels. Ja, genau. Wollt sie mich abballern, ja, die Prinzessin? Aber nicht mit mir, Alter, ist die schnell. So, geh bloß weg. Geh bloß weg. Vermaledeite Shell. So. Wir sichern uns den ersten Platz. Donkey Kong, verpiss dich. Oh, schade. Schöner Pilz vorbei. Waluigi. Waluigi und Wario. Aber die sind weit hinter uns. Die haben wir überholt. Können uns nicht gefährlich werden. Oh, verpiss dich jetzt da. Geht mir scheiße wieder am Pilz vorbei. Mann. Jawohl. Kriegt er schön aufs Maul. Der Wario. Ich bin Wario. Ja, Wario Land waren auch geile Games. Verdammt, ja genau. Wario Land waren auch immer geile Games. Geile Jump'n'Runs. Da steht auch das eine oder andere auf meiner Let's Play-Liste. Aber die Let's Play-Liste ist mittlerweile sowas von lang geworden. Es ist nimmer normal. So alt werde ich gar nicht. Ja, oder so, wenn man im Urlaub ist, die Leitung ausleihen. Wäre schon eine geile Sache. Geht leider nicht. Geht leider nicht. Obwohl, wenn du in der Nähe wohnst. Wenn man in der Nähe wohnt, könnte man sich übers WLAN einloggen. Das könnte möglich sein. Somit könnte man eine Leitung teilen. Und los. Also wie gesagt, ich spiele das Spiel hier heute zum ersten Mal. Deswegen kann ich zum Game selber nicht viel sagen. Außer, dass ich es lustig finde. Jo, ich bin gespannt auf Super Mario Kart, ja, eigentlich Mario Kart 8 Deluxe auf der Switch. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Gerade mit neuen Strecken und so weiter. Was sie uns da, ups, knapp, was sie uns da so anbieten.
und ob sich eine Neuanschaffung dieses Spiels lohnen wird, wenn man schon die Wii U-Version hat. Da bin ich ja nach wie vor noch ziemlich skeptisch, was das betrifft mit diesen Ports. Werden wir sehen. Das glaube ich im April, glaube ich, müsste Mario Kart 8 Deluxe rauskommen. Im März kommen jetzt erstmal Breath of the Wild. Und dann hat Nintendo gemeint, dass sie jeden Monat einen Blockbuster raushauen. Da bin ich mal gespannt. Auf die Switch, ich freue mich ja wie Schneekönig drauf. Ja, ich habe meine schon bestellt, die schon bezahlt, die ist schon vor, ja. Es muss eigentlich nur noch ausgeliefert werden, die Switch. Ich bin gespannt. 3. März. Mal gucken, ob ich danach gleich ein Let's Play hochlade oder ob ich mich erstmal selber damit beschäftige. Ja, ich könnte eigentlich, sobald ich sie bekomme, ein Video machen. Muss ich mal schauen, wie ich das zeitlich unter einen Hut bringe. Aber interessant wäre es schon. Wobei ich überzeugt bin, dass die großen Let's Player wie Let's Play Markus und Domtendo und so weiter die Switch schon vor Release haben werden. Vielleicht so Ende Februar, denke ich mal. So könnte ich mir zumindest vorstellen. Somit wäre es dann auch nichts mehr Neues, was ich da zeige. Aber ich glaube, ich probiere es. Ich werde an dem Tag, an dem ich die Switch bekomme, sofort ein Video machen. Weil mit der Switch zusammen habe ich noch Breath of the Wild bestellt. Das wird geliefert zusammen. Und ob bei der Switch ein Game dabei ist, wird sich zeigen. Ich hoffe ja mal. Ja, ich denke mal, dass dieses One-Two-Switch mit dabei ist. Aber so genau weiß man es noch nicht. Ja, die ist schon teuer. Allerdings, ja, man hat ja nicht bloß eine Home-Konsole. Nintendo quetscht ja diese ganze Hardware alle in den kleinen Handheld, der ziemlich viel Leistung bringen muss. Das Ding hat ja, ich glaube, leistungstechnisch liegt sogar über der PlayStation Vita. Ja, und die war ja auch nicht gerade billig, auch wenn sie gefloppt ist. So, dann trage ich mich hier mal ein. Als der Boss. So. MS-DOS. Ja, Spiele sind teuer. Aber auch da setzt Nintendo wieder mal neue, alte Maßstäbe, sag ich jetzt mal. Es sind ja Cartridges und keine Discs. Das heißt, die Herstellung dieser Dinge ist, ist mit höheren Kosten verbunden, als wenn sie nur irgendwelche Discs verwendet hätten. Hat alles Vor- und Nachteile. Ich für meinen Teil finde das Ganze ja schon wieder so nostalgisch, dass es schon wieder geil ist. Cartridges. So richtig schön. SNES-like. Ich bin gespannt drauf, Leute. Ich kann es euch sagen. Ich bin heiß auf die Switch. Puh, was ist das Ei da? Ah ja, hier hat wohl jeder Charakter spezifische Items. Ist nicht so wie in den aktuellen Mario Kart. Ist ja interessant. Verdammt. Das war Bowser Lauser. So. Komm ich da oben nuff? Ups, Alter. Trixie. Ja, zum Preis der Switch wäre zu sagen, wenn die Konsole das hält, was sie verspricht und wenn der Spaßfaktor hoch ist, dann ist der Preis okay. Wenn das Ding mich enttäuscht und ich der Meinung bin, ich werde verarscht oder sowas, dann ist der Preis natürlich nicht so dolle. Wird sich alles zeigen. Ups. Ist im Übrigen auch die erste Konsole, die ich mir zum Release hole. Seit, ich glaube, das habe ich noch nie gemacht. Das ist, glaube ich, das erste Mal. So ändert man seine Gewohnheiten, sobald man Let's Player ist.
Aber es hat jetzt nicht wirklich was mit dem Let's Playen zu tun. Natürlich ist das auch ein Faktor, der mich zu diesem Entschluss geführt hat. Aber im Großen und Ganzen, ja, es ist einfach die Neugier und weil ich das Teil so geil finde. Ich glaube, würde ich nicht Let's Playen, hätte ich sie mir auch zum Release geholt. Weil ich irgendwie scharf drauf bin auf Breath of the Wild. Warte ich schon, seit ich mir die Wii U gekauft habe. Jo, und auf das neue Mario, auf Mario Odyssey, also das Spiel, das ist ja, ich glaube, das wird richtig geil. Das ist so ein richtiger Blockbuster. Da freue ich mich drauf. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. So, wieder Erster. Sehr schön. Wie sieht es jetzt eigentlich aus mit dem Bild? Ruckelt's noch? Gibt's noch Lecks oder läuft's anständig und normal? Wird man jetzt dann im Nachhinein sowieso nochmal anschauen. Und dann gucken, welche Einstellung am idealsten war. So. Das ist, glaube ich, jetzt der Final Lap, oder? Müsste die letzte Runde sein. Nein, ich hab's wieder verpeilt. Ich weiß nicht, wann ich drücken muss. Moment. Chat-Nüberlinsen bei der Geschwindigkeit funktioniert leider nicht. Ein Spiel. Ja, ich lese es später. Das klappt so nicht. Ja, muss hinzu sagen, dass ich in der Zwischenzeit hier zwei Monitore, eigentlich sind es ja drei. Ich habe hier drei Monitore stehen. Einen neuen Rechner mir gekauft. Und versuche hier, mich qualitativ ein bisschen nach oben zu arbeiten. Und hoffe, es funktioniert und es gelingt mir. Schließlich habe ich momentan einen Haufen Geld ausgegeben für die ganze Hardware. Aber so, wie das halt so ist mit neuer Hardware. Neue Hardware heißt neue Einstellungen. Ich habe gestern schon rumprobiert mit der Aufnahme. Mit normaler Game-Aufnahme, also normales Let's Play aufnehmen. Hatte ich die ganze Zeit Ruckler drin. Und habe diese Ruckler nicht wegbekommen. Bis ich mal irgendwann einmal hinter das Problem gestoßen bin. Das Problem war, dass das Game und die Aufnahme und alles auf einer Festplatte war. Und erst als ich noch zwei weitere Festplatten eingebaut hatte und die Aufnahmen auf einer anderen Festplatte gespeichert hatte, war die Rucklerei weg. Muss man erstmal drauf kommen, aber es ist klar, bei dieser Art Auflösung in HD, 1080p, 60 FPS, da muss der Rechner rödeln. Ja, und da war eine Festplatte einfach verdammt. War einfach zu wenig. Kam nicht nach, das Spiel zu zeigen oder das Spiel abzuspielen, aufzunehmen, das Programm zum Laufen zu bringen. Hat einfach nicht funktioniert. Also habe ich den gestrigen Tag damit verbracht, meinen Rechner zu zerlegen und Festplatten einzubauen. Ja, war kein großartiger Akt. Hat alles funktioniert, so wie ich mir das vorgestellt habe. Und jetzt läuft die Sache. Jetzt läuft die Kiste. Verdammt, Alter. Macht mir jetzt da einen ersten Platz streitig, diese scheiß Piranha-Pflanze. Verdammt. Ja, was soll's. Und sind wir noch Erster? Oh, Gleichstand. Jetzt muss ich mich anstrengen, oder was ist denn? Na, es kommt noch eine Runde. Das Schiffslevel hier. Ist auch ganz lustig. Aber ist ein bisschen unübersichtlich hier, diese Runde, diese Map. Verdammt, ich krieg das einfach nicht hin. So. Schauen wir mal, dass wir hier noch ein bisschen Punkte gut machen. Dass wir hier noch irgendwie den ersten Platz kriegen. Ja, so nicht, Alter. So nett. So eine Sau. So, Bowserlause.
mach dich mal vom Acker hier. Verdammt, du sollst dich vom Acker machen. So. Oh, schön an den einen. Gehst du weg? Die Tische. Tische des Todes. Banane. Und hier mittendrin. Mittendrin im Schifferloch. So. Oh, verdammt. Jetzt ging hier ein Fenster auf. Moment. Suboptimal. Suboptimal. So eine Scheiße. Müssen wir uns wieder vorkämpfen. Auf dem sechsten Platz sind wir jetzt. Das ist ungeil. So, erstmal Daisy kicken. Die zwei Prinzessinnen. Ich hasse sie. Ups. Komm, Daisy, verpiss dich. Daisy und Peach. Die zwei Schlampen aus dem Pilzkönigreich. So. Verdammt. Oh, die anderen haben schon einen gewaltigen Vorsprung in der Zwischenzeit. Dankeschön. Dankeschön, Computer, dass du da ein Fenster aufmachen musstest. Oh, schon wieder, Alter, leck mich doch am Arsch. Hör doch mal auf jetzt da. Jetzt muss ich hier mal kurz. Mann. Ja, es läuft im Hintergrund ein Download-Programm. Und es möchte Captures eingegeben haben. Oh, verdammt. Ja, es blendet bei euch ein. Ich sehe es gerade. Muss ich nächstes Mal dran denken, dass ich sowas ausmache, wenn ich live stream. Aber es war ja nicht geplant, hier einen richtigen Stream zu machen. Ob du mal den Stream streamen darfst? Ja, wenn du willst. Wenn du willst, darfst du ihn streamen. Aber lang wird er nicht mehr laufen. Alter, leck mich doch. Was ist denn jetzt los hier? Moment, ich muss hier mal kurz was beenden. Sonst wird es heute nichts mehr. Volle Kanne abgekackt jetzt hier wegen diesem Scheißfenster. So, ich hoffe, das war's jetzt und es kommt nicht wieder. Ja, achter Platz. Dankeschön. Dankeschön, J-Downloader, für den achten Platz. Sehr schön. So war das nicht geplant. Waluigi Stadium. Wieder nix, wieder nix. Ich krieg's nicht hin. Ich hab's einmal durch Zufall hingebracht. Aber ich weiß nicht genau, wann ich da drücken musste. Muss ich schon mal direkt nachgoogeln, wann da der beste Zeitpunkt wäre. So, volle Kanne, volle Lotte, volle Möhre. Komm, verpiss dich. Bowser Lauser. Alter. Jo, genau. Geht ab wie Sau hier. Alter, wo fährst du denn hin? Komm, fahr weiter. Fahr, Yoshi. Mann. Schön an den Items vorbei. Bowser Lauser ist auch schon wieder da. So. Schauen wir mal, dass wir ein Item bekommen hier. Jawohl. So. Die Rode heben wir uns auf. Irgendeiner kriegt sie ab. Platz Nummer 1 und Platz Nummer 2. Sind die richtigen Kandidaten von meine Red Shell? Oh, verdammt, Banane. So, da vorne ist doch der zweite Platz. So, und tschüss.
So, wo ist der Erste? Wo ist der Erste? Alter, das Baby Mario ist wahnsinnig weit vorne. So, der Hammer. Jo, genau, Alter. Die erholen sich hier ganz schön schnell, wenn sie mal getroffen wurden. So, und tschüss. Wo ist der Erste? Wo ist der Erste? Mal gucken, ob wir den noch einholen. Ich glaub's zwar nicht. Jo, genau, Alter. So ein Sack. Scheiß Koopa. Oh, geh weg, geh weg, geh weg. Verdammt. Und drauf. Los, fahr, Yoshi, fahr! In die Banane. So, 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 so. Aber wir müssen zumindest Zweiter werden. Komm, Yoshi, Zweiter. Das schaffst du. Ich weiß es. Komm schon. Reiß dich zusammen, Alter. Ich schaff's nicht. Jawohl. Grad noch. Beim Piepen der Ampel. Aber wann? Bei 3, 2 oder 1? Probieren wir nochmal. Gibt's nochmal eine Runde? Schauen wir mal. Nein, das war's, oder? Das war's. Jawohl. Bronze? Bronze. Ja, immerhin Bronze. So, Leute, da das Ganze eh nur ein Test war, beende ich das Ganze hier. Ich habe eigentlich ganz was anderes vorgehabt. Ich wollte eigentlich noch ein paar Türen streichen. Ja, wie dem auch sei. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Leute. Und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Livestream wieder. Oder in eines meiner Videos. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Leute. Macht's gut. Servusle. Bis zum nächsten Mal. Eier Dosten.